So, hallo zusammen. Wir begrüßen euch herzlich zum neuesten Nutrition Talk. Heute mit dabei Jonas Müller. Freue ich mich sehr, dass wir auch mal einen bekannten, erfahrenen Sportler aus einem neuen Bereich präsentieren können. Jonas Müller hat jahrelange Erfahrung einerseits als CrossFit oder Functional Training Athlet. Er war dort sehr international sogar erfolgreich, war dreimal der CrossFit-Fitteste der Schweiz. Er war früher auch im Fußball aktiv, musste sich dann wahrscheinlich irgendwann entscheiden, ob er CrossFit-mäßig oder fußballmäßig eine Karriere einschlagen möchte. Und Jonas ist auch heute noch, wie ihr seht, sehr fit, ist immer noch täglich aktiv, heute als Coach unterwegs, hat selber ein Unternehmen, wo er ambitionierte CrossFit betreut und weiterentwickelt. Gleichzeitig ist er der Nationaltrainer in der Schweiz im Bereich Swiss Functional Fitness. Jonas hat auch ausbildungsmäßig einen großen Hintergrund. Er hat den Bachelor in Science in Sport Science und auch in Wirtschaftswissenschaften. Und nicht zuletzt hat er auch Swiss Olympic Diplom in Strength and Conditioning und auch im Gewichtheben. Also wie ihr seht, sehr, sehr vielseitig unterwegs. Jonas, ich muss sagen, ich als Ausdauersportler, ich bin fasziniert von den CrossFit-Sportlern. Wir haben nicht viel Zeit, nebenan noch weitere Sportarten zu verfolgen, aber ich glaube, für mich CrossFit wäre eine der ersten Sportarten, die ich gerne auch tiefer oder verstärkt ausführen würde. Erklär mir doch mal kurz oder unserem Publikum, was ist für dich CrossFit und was ist für dich die Faszination an dieser Sportart? Also vielen Dank für diese sehr schöne Einführung, Rudi. Ich muss natürlich die Blumen zurückgeben. Ich meine, ich als Crossfitter bewundere nichts mehr als einen extensiven Ausdauersport. Das ist unglaublich, was du, also was ihr leistet und vor allem was du erreicht hast in den letzten Jahren. Ja, was ist Crossfit? Also ich kann das, die Faszination oder das Verständnis dafür gut nachvollziehen. Ich denke, dass diese Crossfit oder diese Functional Fitness Bewegung eigentlich eines der wenigen Gefäße ist, wo wirklich die verschiedensten sportlichen Anforderungen trainiert werden können und dass auch diese Faszination für mich und eben auch für externe Leute ausmacht. Ja, ja, vielleicht konkret, was ist CrossFit? Oder? Also es geht eigentlich darum, dass man die wesentlichen Komponenten wie Kraft, wie Ausdauer, wie Schnelligkeit, wie Koordination, auch Genauigkeit in ein Gefäß bringt, in ein Trainingsgefäß und dann, ich sag mal, wie auf bei einem Mixer zuschraubt und dann raufdrückt, dann kommt irgendeine, ich sag jetzt mal, ein Workout raus. Oder? Es gibt da verschiedene Terminologien, aber ich kann mal ein spezifisches CrossFit-Training beschreiben. Das wäre vielleicht zum Beispiel, dass man in einer Klasse in den ersten 20 Minuten sich gut aufwärmt. Dann würde man vielleicht etwas im Kraftbereich machen, sei es irgendwie eine Art ein Deadlift oder ein Backsquat oder so, oder vielleicht eine Bewegung aus dem olympischen Gewichtheben, vielleicht das 20 Minuten machen, dann meistens am Schluss kommt dann dieses WOD, dieses Workout of the Day oder MatCon oder eben Workout, wie auch immer. Zum Beispiel, dass man da dann in einem 15-minütigen Circuit gewisse Übungen absolviert. Mhm. Das ist so der klassische Ablauf einer Stunde. Ja. Eben, ich höre da auch raus, es ist ja der mittlere Block, der Hauptkern ist eigentlich sehr intensiv. Also wir sind da kardiovaskulär in einem sehr hohen Bereich unterwegs. Mhm. Kann man das jeden Tag trainieren oder machst du jetzt als Athlet, setzt man da gewisse Schwerpunkte, dass man sagt beispielsweise Montag, Mittwoch, Freitag mache ich diese Hitblöcke und vielleicht Dienstag, Donnerstag ist dann einfach eine Ausdauereinheit oder eine reine Krafteinheit oder wie sieht das grundsätzlich aus? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, man muss hier klar unterscheiden zwischen, ich sage, ambitionierten Freizeitsportlern und eher Leistungssportler. Also diejenigen Leute, die Crossfit-Klassen gehen, die das vielleicht zwei, dreimal in der Woche machen, können das so machen, wie du es jetzt gesagt hast. Dass man sagt, zum Beispiel Montag, Mittwoch und Freitag gehe ich in eine Klasse, habe da meine drei Hit-Reize in der Woche und das reicht dann auch gut aus. Jetzt, wenn man es leistungsmäßig macht, dann ist klar, dass man das nicht die ganze Zeit von Montag bis Samstag sechsmal die Woche sich, blöd gesagt, abschießen kann, oder? Mhm. Dann müssen eigentlich diese Spitzentrainings, also die Spitzenreize, diese hochintensiven Reize, müssen wie ausgesucht sein. Und ich denke, und das mag vielleicht ein bisschen überraschend klingen, aber vor allem im Spitzensport, im CrossFit heißt das, dass sehr viele Ausdauereinheiten auch, ich sage jetzt mal, länger sind für uns. Länger heißt zwischen 30 und 60 Minuten, für dich ist das ein Aufwärmen, aber dass eher im, ich sage mal, im Grundlagenbereich trainiert werden muss,
so eben dieser polarisierte Ansatz, weil man kann einfach nicht die ganze Zeit hochintensiv trainieren. Ja. Also das heißt, es gibt auch gewisse Tage, wo du beispielsweise zwei Einheiten machst. Zum Beispiel eine intensive Einheit am Morgen und nachmittags vielleicht regenerativ eine lockere Cardio-Einheit. Eher umgekehrt. Ja. Also ich muss jetzt sagen, ich habe da meinen Wechsel vom Athletensein ins Geschäftsleben eigentlich gefunden. Aber wenn ich jetzt noch Zeit habe und zweimal am Tag etwas mache, dann mache ich meistens am Morgen eine lockere Grundlageneinheit auf einem Ergometer oder Rennen oder vielleicht Schwimmen. Und dann eben vielleicht dann ein CrossFit-Workout am Nachmittag oder dann eher irgendwie etwas Kraftbezogenes oder irgendwie etwas im olympischen Gewicht eben. Oder halt das dritte Komponente im Gymnastikbereich, oder? Weil diese Gymnastik ist halt dann, ich sage mal, das, was die Spreu vom Weizen trennt. Das sieht man eben, ich sage jetzt mal Beispiel, im Ring, im Ringturnen oder am Reck oder am Seil. Und die guten Athleten unterscheiden sich auch gegenüber denjenigen Athleten, die zwar fit sind im Hit-Bereich, aber dass sie einfach diese Gymnastik, diese Elemente auf den Händen laufen, eben das Seil hochklettern, dass sie das einfach blinken können. Ja, ja. Also das heißt jetzt vor allem die koordinativen Elemente, die sind jetzt auch, also ich habe das so gelernt und ich würde das so machen, beispielsweise beim Schwimmtraining, dass die koordinativen Elemente sind eher am Anfang vom Training, oder sprich, das wäre die erste Einheit vom Tag, koordinativ, und nachher, also immer die Qualität vor der Quantität, also die Einheit, die zuerst ansteht, dort ist die Qualität im Vordergrund, ob das koordinativer Natur ist oder dann auch bei mir jetzt beispielsweise Qualität kann auch im Hit-Bereich sein, und bei mir ist dann zum Beispiel die zweite Einheit wäre dann eher lockere Grundlagenausdauer. Jetzt, wie du vorher gesagt hast, bei dir wäre das jetzt eher gerade umgekehrt. Würde mich jetzt als Ausdauersportler, weshalb? Also du hast eigentlich, im Grunde hast du eigentlich ja recht bei deinem Ansatz. Ich meine, die Sportwissenschaft sagt ja eigentlich Schnelligkeit vor Kraft vor Ausdauer, oder? Vielleicht müsste man jetzt den Sport unterscheiden, weil deine Kernkompetenz ist ja die Ausdauer. Also die technischen Elemente da, wo du dich am meisten verbessern kannst, machst du besser, wenn du erholt bist, oder? Und das, was du einfach, ich sag mal, blind kannst, oder was dein Körper schon kann, das machst du am Nachmittag. Und bei uns ist es halt schon so, man muss sagen, die Ausdauerleistungsfähigkeit ist bei den meisten Top-Athleten nicht optimiert, oder? Also es ist nicht so, dass, ich sag mal, die technischen Elemente, die sitzen eigentlich, aber wo man mehr machen kann und besser trainieren kann als andere, wäre im Ausdauerbereich. Und daher machen das nicht nur ich, sondern auch andere Athleten eher so. Ja. Es geht immer um diesen Kompromiss. Also was mich fasziniert, und das verbindet uns vielleicht auch im Bereich vom Sport, Triathlon, ist auch immer verschiedene Anforderungen, die man erfüllen muss. Und es geht eigentlich immer um den bestmöglichen Kompromiss. Und für mich Crossfit-Training als Laie, wenn ich denke da an Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit, das sind eigentlich drei verschiedene Faktoren, die sich eigentlich in gewissem Sinne widersprechen und entsprechend auch wahrscheinlich beim Training. Wie machst du das? Wie kann man das miteinander verbinden? Weil das eigentlich in der Theorie widerspricht sich das, auch das Training. Also man sagt so, also, im Alltag, wenn du zu viele lockere, lange Einheiten machst, dann verlierst du die Spritzigkeit. Und als Crossfitter musst du einerseits schnellkräftig sein, du musst ausdauernd sein, aber wenn die Kraftkomponente, wenn du zu viel Muskelmasse ansetzt, dann wirst du auch wieder langsamer, beispielsweise im Ausdauerbereich. Wie kannst du das handeln? Da gibt es keine abschließende Antwort oder eine einzig wahre Wahrheit. Aber was sicher der Fall ist, oder wenn jemand im CrossFit, ich sage jetzt nur CrossFit-spezifisch besser werden will, dann kommt er oder sie nicht darum herum, eigentlich alle Aspekte zu trainieren, weil an einem Wettkampf einfach immer alles getestet wird, oder? Und dann muss man halt für sich Abstriche machen und sagen, ich kann nicht gleichzeitig, wie du es gesagt hast, schneller und sprungkräftiger werden, ich kann nicht meine Maxlift verbessern und ich kann vor allem auch nicht meine Ausdauerwerte alles gleichzeitig hochschrauben, oder? Es braucht dann halt so wie gewisse, ich sag mal auch saisonale Punkte, die man dann favorisiert und dann ich zum Beispiel für 2 oder 3 Monate vornimmt, jetzt arbeite ich hier im Kraftbereich und das ist mein Fokus. Ich mache das andere Training daneben auch, reduziere es vielleicht ein bisschen, aber dass man das sich so wie, ich sage, saisonal zurechtlegt. Ja. Und dann für jemanden neben, der, ich sage jetzt einfach 3-mal die Woche crossfittet, oder vielleicht 3-mal die Woche Sport macht und 2-mal die Woche crossfittet, ist dann schon interessant, dass er oder sie dann in allen Bereichen sich ziemlich rasch verbessert, oder? Ich denke, es ist nach wie vor zu wenig erforscht. Es gibt es seit gut 15 Jahren so, wie es jetzt ist, und auch wenn man sich so ein bisschen die empirischen Daten anschaut, dann sind die meisten Studien sind eigentlich immer mit Top-Athleten gemacht, weil halt die am aussagekräftigsten sind. Also eben, für Top-Sportler im CrossFit heißt es, also gewisse Blöcke einhalten, saisonal bedingt, was dann halt immer für Wettkämpfe drankommen. Also das heißt, wenn ich jetzt nachfragen darf, 4 Blöcke, meinst du zum Beispiel,
Du setzt während 3-4 Wochen machst du einen Fokus auf Krafttraining, mhm. Querschnitttraining, sagen wir beispielsweise, wo du dann eigentlich das Ausdauertraining relativ runterschraubst, mhm. dass du ein bisschen das erhalten kannst, nicht gerade die ganze Ausdauerfähigkeiten verlierst, aber dass du mehr oder weniger halten kannst und dafür intensivierst du das Krafttraining beispielsweise so. Oder dann sagst du in einer anderen Phase, jetzt beispielsweise im Sommer, das Wetter ist gut, am Abend noch lange hell, da mache ich vielleicht mal eine lange Radausfahrt, mhm. mache einen Block von Ausdauertraining, bis mhm. im Sommer besser passt. Und im Winter, wenn es vielleicht eher schwieriger ist, das auch mit der Arbeit zu koordinieren, ich muss abends noch trainieren, kann ich nicht 3 Stunden auf dem Ergometer fahren, mhm. sprich, ich mache dann vielleicht mehr einen Block von HIIT-Training oder so. Kommt das etwa hin? Ja, das kommt etwa hin. Ist auch die einzige wirklich extensive Trainingsform für Crossfitter wird auf dem Fahrrad sein. Mhm. Ja. Nur schon einfach ein bisschen, ich sag mal, bewegungsökonomisch bedingt mhm. oder eben wegen der hohen Muskelmasse und so. Ja, aber das ist eigentlich so, oder ich sage jetzt mal, die klassische Saison ist eigentlich so aufgebaut, dass im Februar oder März diese Open stattfinden. Da müssen alle Athleten durch. Da ist eine weltweite Qualifikationsphase, wo sich alle, die sich anmelden, gegenseitig messen, mhm. über 4 oder 5 Wochen. Mhm. Und dann geht es eigentlich, eben da wird dann eigentlich alles zusammen gemacht und dann trennt sich da die Spreu vom Weizen, die Top-Athleten kommen weiter. Und das heißt eigentlich, es ist eigentlich klar, was in dieser Qualifikationsphase drankommt. Und die 2-3 Monate vorher, oder vielleicht eher 1-2 Monate, sind dann wirklich CrossFit-spezifisch. Mhm. Oder das heißt, ja. Januar, Februar ist eigentlich die Zeit, wo du eben die höheren HIIT-Einheiten mhm. machst, wo du vielleicht noch im Gymnastikbereich ein bisschen optimierst. Aber das heißt, bis zum Januar müsste deine Kraftleistungsfähigkeit und deine Grundlage, die müsste eigentlich vom Sommer an aufgebaut sein. Und das müsste mhm. dann auch wie abgeschlossen sein. Also es kann dann nicht davon ausgegangen werden, dass man dann vielleicht nochmal 5-10% an Kraftzuwachs mhm. hat, oder? Ja. Also ja. Es ist so, man muss Abstriche machen mhm. und sich dann auch überlegen, es ist ja für jeden Athlet oder Athletin unterschiedlich, wenn er oder sie sagt, ich mache bei den Open nicht mit, mhm. ich will da nicht mich für die Games qualifizieren, ich habe vielleicht irgendwie 2-3 private Events unter Jahr, dann macht es dann Sinn, auf diese Events hin zu peaken mhm. und ja, okay, ja. zu trainieren. Für mich auch immer, das Functional Training steht für mich ein bisschen übergreifend für auch Gesundheit, mhm. weil es halt wirklich verschiedene Anforderungen braucht, mich vielseitig trainiert. Und ich glaube, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass für normale Leute, die sagen, sie haben ein gewisses Zeitbudget in der Woche zur Verfügung, mhm. sie möchten ihrem Körper Bestmögliches tun mit dieser Zeit, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass CrossFit da natürlich reinpasst, weil ich eben in mehreren Bereichen eigentlich arbeite und nicht nur einseitig im Kraft- oder Ausdauerbereich unterwegs bin. Jetzt grundsätzlich, was würdest du mir empfehlen? Sagen wir, ich habe in der Woche habe ich ein Budget von 5 Stunden, ich trainiere vielleicht an 5 Tagen in der Woche 1 Stunde. Mhm. Ich möchte gerne Crossfit-Training integrieren. Mhm. Du warst der fitteste Schweizer offiziell mit dem Titel. Was sagst du mir als Rudi? Ich habe ein Zeitbudget von 5 Stunden in der Woche. Wie werde ich bestmöglichst fit in diesen 5 Stunden. Also gut, wenn ich jetzt hier als Rudi Wild sagen müsste, dann müsste man die Ausdauereinheit eigentlich wegstreichen, oder? Aber ich nehme es jetzt nicht für dich spezifisch. Als allgemeine Person. Allgemeine Person. Würde ich vielleicht sagen, dass man, wenn man von Montag bis Freitag trainiert, dass man eben sicher 2 klassische CrossFit-Workouts mhm. hat, wo man wirklich dann auch, ich sag mal, erstens physiologisch und zweitens mental erholt ist, zum Hard zu gehen. Mhm. Und diese Blöcke sind ja vielleicht zwischen, ich sag mal, 5 und vielleicht 20 Minuten, oder? Mhm. Je nachdem. Ja. Und du weißt selber, weil wenn ein Workout 20 Minuten ist, kannst du nicht die gleiche Intensität ja. haben wie bei einem 5-minütigen Training. Aber vielleicht 2-mal ist es klassische CrossFit-Training, mhm. 2-mal würde ich mich dann vornehmlich auf Kraft und und vielleicht Gewichtheben konzentrieren, ja. oder? Weil das dann erstens in einem kontrollierten Rahmen ist mhm. Und ich wirklich dann 2-mal in der Woche spezifisch auf die Kraft konzentrierst, weil eben du bist jetzt Ausdauersportler, oder? Aber auch mhm. andere Leute, die Kraftfähigkeit, die wird halt, wenn sie gezielt trainiert wird, sehr schnell, sehr viel mhm. besser. Mhm. Und dann die 5. Einheit jetzt in deinem Fall nicht, aber wäre vielleicht gut, wenn man dann etwas im extensiven ja. Bereich noch machen würde. Ja. Aber ich denke, dieser Ansatz kommt gut hin. Ja. Ja. Und sagen wir jetzt, okay, du machst jetzt täglich diese Einheit und jetzt, wenn ich jetzt mir überlege, was muss ich beachten vor dieser Einheit? Jetzt mhm. einerseits gibt es einen wichtigen Tipp, die ich, meine, das eine ist das Training per se, das andere ist, kann ich diese Einheit irgendwie vorbereiten, muss ich mich da mental drauf anstellen? Und vor allem, wie sieht es auch aus, konkret jetzt bezüglich
Überlegungen, die ich mir mache mit der Ernährung. Mhm. Also natürlich klar, es ist immer die Frage, trainiere ich am Morgen oder am Abend. Mhm. Aber jetzt grundsätzlich, wenn ich dich jetzt frage, was gibst du mir für Tipps bezüglich Ernährung im CrossFit, wie ich das konkret anwenden soll, wenn ich jetzt jeden Tag eine Einheit mache, was würdest du mir empfehlen? Ich denke, der absolut zentrale Punkt ist Zucker oder eher einfach dass der Glykogenspeicher ums Training einfach gefüllt werden, oder? Also das ist der Faktor Nummer eins, wenn Leute vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr drin sind und dann plötzlich merken, dass sie nicht mehr leisten können, dann hat es nicht, entweder hat es damit zu tun, dass sie die ganze Zeit hart trainieren oder dass sie einfach nicht eben auf ihre Ernährung ums Training schauen. Und eben ich, also privat, geschäftsmäßig arbeite ich mit einer Ernährungsdiagnostikfirma zusammen und die machen viele Spiroergometrien und da ist immer eigentlich eine Verbesserung sichtbar, wenn er oder sie um die harten Einheiten herum genügend, ja, ich sage es mal, Zucker zu sich führt. Oder? Ja. Also Spiroergometrie heißt, dass du misst beispielsweise in den Intensitätsbereichen deine Energiebereitstellung und schaust zum Beispiel, ob du deinen VO2-Max-Wert verbessern kannst. Mhm. Oder meinst du mit Spiroergometrie, dass ob du jetzt zum Beispiel effizienter wirst in gewissen Bereichen stoffwechselmäßig? Ja. Also mich interessiert, oder ja, uns als GMT interessiert ja, dass wir die Kunden eigentlich oder die Athletinnen und Athleten weiterbringen können in ihrem Training. Oder? Also die Spiroergometrie ist interessant für sie, um zu sehen, erstens, wie gut können sie Säure abatmen, also wie fit sind sie? Sind sie eher im Grundlagenbereich, ich sage mal, effizient oder können sie lange in der Säure überleben? Das ist das eine. Und dann ernährungstechnisch, ja, wie sieht es eigentlich aus? Also eher welchen Stoffwechseltyp isst man? Mhm. Und wie verbessert sich dann das auch in einem zweiten Termin, wenn man sich effektiv darauf konzentriert, eben die Glykogenspeicher zum Beispiel korrekt zu führen? Also individuelle Empfehlungen dann natürlich, je nachdem, was für Stoffwechseltypen das sind. Und würdest du auch jetzt unterschiedliche Empfehlungen abgeben? Zum Beispiel, du hast jetzt eine intensive Einheit vor dir geplant, wo du gesagt hast, es ist wichtig, dass die Glykogenspeicher gefüllt sind, dass ich wirklich durchpowern kann diese Stunde, weil ich da häufig auch im anaeroben Bereich bin. Wenn ich jetzt aber sage, ich gehe einfach locker aufs Rad, eineinhalb Stunden auf den Ergometer, dann würdest du andere Empfehlungen abgeben? Ja, gut, es ist sicher auch erwiesen, ich meine, das weißt du selber aus dem Ausdauerbereich, dass isotonische oder hypotonische Getränke dann in einer Ausdauereinheit sicher dazugehören und ich sage jetzt mal, nicht nur einfach Wasser zugeführt wird. Das ist sicher der Tipp, aber vor einer intensiven Einheit könnte man auch sagen, ja, ich bin nicht wach die ersten 10, 15 Minuten, dann würde vielleicht ein klassischer Espresso oder ein Pre-Workout-Booster helfen, wenn man das verträgt, oder? Das ist auch wieder individuell unterschiedlich. Ja. Und jetzt bin ich während der Einheit, bin jetzt das Einwärmen abgeschlossen, ich bin jetzt bei diesem Hauptblock, wo 20, vielleicht auch 30 Minuten dauert. Muss man da noch was zu sich nehmen oder was ist auch schwieriger natürlich, die Atmung ist, Frequenz ist erhöht, ich bin in Sauerstoffschuld, wahrscheinlich Festnahrung geht da nicht mehr. Was empfiehlst du, kann man das weglassen oder würdest du schon während der Einheit auch schauen, dass ich dort noch ein bisschen Kohlenhydrate zuführen kann? Also eben, ich meine, Competition ist der beste hypotonische Drink auf dem Markt meiner Meinung nach. Ich habe das auch eben selber vor den CrossFit-Trainings genommen. Aber während dem Training ist klar, man kann nicht mit einem Puls von 160 dann noch trinken. Das macht auch keinen Sinn. Ja. Das ist so kurz. Wie eine Ausdauereinheit, die vielleicht länger als eine Stunde geht, ja unbedingt dann zuführen. Aber während einem 15- bis 20-minütigen CrossFit-Workout braucht es während des Trainings nichts. Kurz vorher und dann sicher nachher. Ja. Und du hast jetzt die Einheit abgeschlossen, jetzt bist du jetzt beim Cooldown. Was überlegst du dort? Muss man da sofort auch schauen nach der Einheit, dass man was zu sich nimmt und hat das ein bisschen Zeit? Und was nimmst du zu dir konkret? Ich kenne da die Literatur aktuell noch nicht, aber es gibt ja dieses metabolische Fenster nach dem Training oder dass man sagt, nach den 30, 45 Minuten nach dem Training wäre es ideal, wenn man sofort wieder das zuführt, was man eigentlich gebraucht hat, oder? Der Recovery Drink Erdbeer-Banane ist mein persönlicher Favorit, weil man da eben nicht nur die Kohlenhydratspeicher auffüllen kann, sondern auch ein bisschen Aminosäuren zufügt, oder? Oder halt klassisch einfach sagt, ja, ich nehme direkt nach dem Training meine 25 oder 30 Gramm Eiweiß und dann eine Stunde später gehe ich mein Abendessen einnehmen oder was auch immer. Ja, ja. Eiweiß ist ja ein sehr häufig erwähntes Thema, ein bisschen kontrovers zum Teil auch, es erfüllt ja verschiedene Funktionen, es kann vom Kraftaufbau bis zu, wenn man Gewicht verlieren möchte, dass man nicht zu viel Muskelmasse verliert, bis zur Regeneration erfüllt ja Eiweiß viele Funktionen.
Was sind so deine Tipps bezüglich Eiweiß? Wie setzt du Eiweißsupplemente gezielt ein? Wenn ja, weshalb und wann auch am Tag? Gut, man kann es extrem detailliert machen und wissen genau, wie viel Gramm Protein man täglich zuführen will. Dann macht es vielleicht Sinn, das sauber aufzuteilen pro Tag. Ich, für mich wichtig, dass ich habe einfach immer beim Morgenessen eigentlich meine größte Eiweißportion, die ich zu mir nehme. Ich mache da immer einen morgendlichen Shake mit Haferflocken, Proteinpulver, Früchten drin und dass ich da eigentlich die größte Menge aufnehmen kann, oder? Weil danach ist es wichtig, dass man sich vielleicht sagt, okay, ich habe nicht nur einfach klassische Zuckersachen, die ich zu mir nehme, also Früchte oder Riegel oder was auch immer als Zwischenmahlzeit genutzt wird, sondern dass man da vielleicht sagt, ja, ich nehme zum Beispiel nochmals 20 Gramm über einen Shake ein oder eben über einen Proteinriegel. Ja. Machst du eine Unterscheidung von welcher Art von Proteinquelle du einnimmst während dem Tag? Beispielsweise typisch das Molkenprotein oder jetzt im Zusammenhang mit Sponsor das Multiprotein oder auch das Casein. Und unterscheidest du hier? Ja, das müsste ich vielleicht noch sagen. Also erstens, ich bin kein Proteinexperte, aber ich nehme einfach immer ein Isolat am Morgen ein. Mhm. Und wenn ich mal nach dem Training einen Proteinshake nehme, dann ist es auch immer ein Isolat. Ja. Da könntest du mir jetzt sagen, was besser ist. Aber und was ich eigentlich jetzt immer gemacht habe während der aktiven Zeit, ist am Abend noch ein Casein. Shake, weil auf es die ja Nacht dann gut ist. Ja, aber sonst mache ich da selber keine Unterscheidungen. Ja. Und nimmst du auch jetzt Eiweiß in der Form von Aminosäuren ein, also jetzt als Supplement beispielsweise? Nee, also die spezifischen BCA-Shakes also habe ich auch schon gehabt, die mische ich dann meistens mit dem Competition Drink. Aber nein, ich habe einfach meine zwei Shakes am Tag und das reicht mir aus, weil sonst eben ich esse ja auch genügende Eiweiß über den Tag verteilt. Mhm. Ja. Was sind für dich, jetzt auf Sponsor bezogen, was sind für dich die drei Produkte, die du jetzt am häufigsten brauchst im Zusammenhang mit Functional Training? Ja gut, ich denke sicher, dass der Recovery Drink, also eben Erdbeerbanane, das ist da wie ein feines Dessert, wenn man das gut zubereitet. Eben sehr gute Kombination aus Kohlenhydrat und Proteinzufuhr nach dem Training. Das ist sicherlich eines meiner favorisierten Getränke. Dann der Competition Drink, also der hypotonische Sportdrink, weil ich da wirklich so unglaublich viele gute Geschmäcker gesponsert hat, kann man sich das aussuchen und dann eben im Training diese Zuckerzufuhr supplementieren. Das wäre das Zweite. Und für mich sehr gut, wahrscheinlich letztes Jahr auch während der Pandemie viel gekauft, da ist der Immunoguard. Das ist eigentlich so meine Routine, bevor ich ins Bett gehe. Okay, ja, spannend. Genau. Ja, jetzt grundsätzlich für unsere Zuhörer oder interessierte Community, wenn du jetzt ein Statement abgeben müsstest, CrossFit, du musst eine Werbung machen, weshalb sollen wir mit CrossFit beginnen, auch jetzt vielleicht als Ausdauersportler, als Ergänzung zu unserem normalen Training, wir hören ja häufig so über Yoga, dieses und jenes, aber du darfst jetzt ein Statement bezüglich CrossFit geben. Also spannend. Ich denke, wichtig ist, dass man kurz überlegt, also CrossFit ist auch ist wie Starbucks, es ist eine Marke. CrossFit hat es perfekt verstanden, diese Trainingsform zu propagieren. Also eben Functional Fitness, das trainieren Leute seit 100 Jahren, macht halt einfach für Ausdauersportler extrem Sinn, weil eben diese, wenn man diese, ich sag mal, Trainingsmonotonie hat, du natürlich nicht mit drei verschiedenen Trainingsarten, aber jemand, der zum Beispiel nur schwimmt, der ist immer im gleichen Umfeld. Und was natürlich super ist zu einem CrossFit-Training, es hat einfach unzählige verschiedene Reize, oder? Sprünge hoch und runter, seitliche Sprünge, vielleicht Rotationen, Züge, man drückt, es hat eigentlich alle Bewegungsrichtungen und das fordert einfach eben diese Monotonie heraus. Also ich kann das eigentlich nur bestätigen, jetzt gerade in der unspezifischen Trainingsphase, sprich im Winterhalbjahr, mache ich sicherlich zwei, manchmal drei Einheiten also im Kraftbereich, also CrossFit, ich mache häufig Kettlebell, wo ich wirklich versuche auch ganze Muskelmanschetten eigentlich zu trainieren, nicht nur isoliert an einem Gerät, sondern eigentlich das hängt immer zusammen. Und ich spüre einfach jetzt grundsätzlich das Training, wo du Tag ein, Tag aus machst, Schwimmen, Radfahren, Laufen, dieser Adaptionseffekt wird immer kleiner, je weiter du fortgeschritten bist. Und ob ich jetzt noch in die 1500. Stunde laufe oder nicht, klar, man hat das einen gewissen Effekt, aber wenn ich diese Stunde vielleicht nutze, um jetzt irgendwie im Bereich Kraft oder funktionellem Krafttraining das investiere, dann merke ich, das gibt mir eine
wirklich ein sehr gutes Fundament, eine Stabilität, wo mir auch erlaubt, nachher jetzt im Sommer bei einem Ausdauerwettkämpfen, eigentlich diese Power, diese PS dann wirklich auch auf die Straße oder aufs Rad, auf die Pedale zu bringen. Mhm. Und was ich auch selber festgestellt habe, ist eigentlich, man realisiert ziemlich schnell, was sind auch die Schwachstellen beim Körper. Weil ich trainiere immer dieselben Muskeln. Mhm. Und eigentlich, wenn ich jetzt auch verletzt bin, oder ich bin zum Glück nie oder war nie verletzt, vielleicht auch deshalb, weil man gerade auf diese schwachen Stellen Acht geben muss. Und die werden jetzt bei mir im Krafttraining und funktionellen Krafttraining, kommen die schonungslos an die Oberfläche und ich weiß dann auch, woran ich arbeiten muss. Und ja, deshalb auch, also ich als Ausdauersportler kann das nur empfehlen, habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ja. Natürlich auch mit dieser Abwechslung. Also ich finde es einfach auch jetzt so ein bisschen cooler Sound oder so, so animiert. Man kann das in der Gruppe machen, mhm, wo jetzt vielleicht als Ausdauersportler bist du auch alleine unterwegs. Ich finde das auch noch eine sehr motivierende Komponente. Es ist so, was eben, wie du es jetzt angesprochen hast, oder, diese Monotonie, die können, also andere Sportarten greifen ja auch auf diese Trainingsform in der Offseason zurück. Ich denke, man muss dann unterscheiden, gehe ich ins CrossFit, weil ich daran Freude habe und, mhm, oder weil ich jetzt da gut oder besser werden will. Aber wenn man es dann als Ersatztraining für andere Sportarten braucht, dann muss man sich dann schon überlegen, was passt dann in die jeweilige Sportart rein. Mhm. Aber jetzt bei dir eben im Winter, dann sind solche ständig wechselnde Reize das Beste, ja, das passieren kann. Ja. Und jetzt noch eine spezifischere Frage, auch vor allem für unsere Kraftsportler, sehr interessant. Wir kommen immer wieder Anfragen, wie kann ich effektiv Muskulatur zulegen? Mhm. Also ich denke, du bist da sicherlich auch jemand, der da sehr viel Erfahrung hat. Wenn ich jetzt komme zu dir und sage, hey, ich möchte kräftiger werden, ich möchte im Idealfall Körperfett eher verlieren und Muskulatur zulegen. A, wie muss ich generell, also jetzt nicht im Detail, aber generell trainieren? Und B, was muss ich hier beachten bezüglich Ernährungsergänzung oder allgemeiner Ernährung? Vielleicht zuerst, was das Training betrifft. Was in diesem CrossFit oder Functional Fitness gezeigt worden ist, ist eigentlich so, dass dieses klassische Denken in Kraftausdauer mit vielen Wiederholungen, mit hypertrophischen Reizen, wo man sich vielleicht zwischen 5 und 10 Wiederholungen an einer Übung schafft, um eben diesen Querschnitt zu vergrößern und dann wirklich die schweren Gewichte, die man vielleicht 1 bis 4 Mal bewegt, das ist ja alles vermischt, oder? Mhm. Und eigentlich haben die Crossfitter ja gezeigt, dass wenn man alles aufs Mal trainiert, dass man gleichzeitig Kraft ausdauernder werden kann und dann Masse zulegen kann. Mhm. Also ich denke, es ist immer die Frage, wenn man einfach an Kraft, wenn man an Kraft gewinnen will, dann ist die Formel sehr einfach, dann müssen einfach nicht maximale Gewichte bewegt werden, aber immer submaximal, mhm, also nahe an deinem, ja, Maximum, oder? Wenn du sagst, nein, ich will massiger werden, dann braucht es halt immer diese gewisse Time under Tension, also diese Spannungszeit, mhm, wo du sicher mindestens 40 Sekunden in einem Satz arbeiten musst, oder? Ja. Um dann einfach eben diese Wachstumseffekte im Muskel, ja, zu erzeugen. Ja, das ist vielleicht das Trainingsbezogene. Und wie viel Mal die Woche grundsätzlich? Man hört, ich höre häufig so 2 bis 3 Mal die Woche. Ja. Es kann dann auch negativ sein, wenn ich das zu viele mache, weil der Körper braucht Zeit, um diesen Adaptionseffekt zu generieren. Das ist eine sehr gute Frage. Es kommt natürlich immer auf den Trainingsinhalt darauf an, oder? Man muss das ja nicht verkomplizieren, aber ich denke, das Einfachste ist zu unterscheiden, drücke ich etwas oder ziehe ich etwas, sowohl, mhm, im Oberkörper als auch im Unterkörper. Und wenn man zum Beispiel sagt, man kann gut 4 Mal in der Woche Kraft trainieren, jetzt du in der Offseason sowieso, aber dann müsste vielleicht der erste Tag müsste für die Beine drücken sein und der Oberkörper zieht, dann der zweite Tag wäre vielleicht, dass der Unterkörper etwas zieht und der Oberkörper drückt. Also immer übers Kreuz eigentlich. Am besten, ja. Oder, ja, diese Kombination erlaubt dir dann halt auch eben 4 Mal in der Woche zu trainieren. Ja. Und wenn du sagst, ich habe einfach 2 Mal in der Woche Zeit, ich meine, dann macht es vielleicht Sinn, dass man nicht zuerst die Beine zerstört am Montag und am Dienstag dann den Oberkörper. Ja. Ja. Aber dass man das ein bisschen sinnvoll zusammensetzt. Ja. Und was muss ich grundsätzlich, jetzt hast du jetzt vom Training gesprochen, Krafttraining, was muss ich grundsätzlich beachten in der Ernährung für dich, so die wichtigsten 1-2 Punkte, wenn ich das unterstützen, ja, möchte? Also klar, sicher, was wir angesprochen haben, die Proteinzufuhr, oder dass die stimmt, da müsste man vielleicht mit einem Ernährungsberater schauen, dass man das auch ein bisschen individualisieren kann, weil es da einfach nicht eine Standardregel gibt, das ist das eine. Und dann eben für die das funktioniert, wäre Kreatin dann sicher, mhm, ein weiterer Faktor, weil halt dann diese Spitzenwerte sicher verbessert werden können. Mhm. Da muss ich sagen, dass ich nicht sehr gut auf Kreatin anspreche. Mhm. Wenn ich das zu hoch dosiere, dann habe ich einfach immer Krämpfe. Ja. Aber es ist jetzt eine persönliche Sache, aber
funktioniert auch wissenschaftlich erwiesen sehr gut. Also auch dort wieder eine hohe Grad an Individualität. Man kann nicht einfach nur pauschalisieren, sondern vielleicht gewisse Richtlinien geben und nachher geht es darum, das selber auszutesten. Eine Sache noch, vielleicht was spezifisch für die Proteinsynthese ist, also L-Glutamin, verkauft der Sponsor auch, dass das, wenn man merkt, dass man jetzt vielleicht 3 Monate einfach sehr kraftlastig trainiert, dann würde das vielleicht in einen Proteinshake noch passen. Ja, sehr gut. Jonas, danke dir vielmals. Jetzt vielleicht für eine Frage vorausgehend oder vorgenommen. Wenn jemand interessiert ist, kann man dich auch privat kontaktieren. Du bietest ja auch so individuelles Coaching an, wenn man sich verbessern möchte. Wie kann man sich an dich wenden hier? Also vielen Dank für das Interview. Ja, es ist so, eben meine Firma JMT, Jonas Müller Training, ist mittlerweile so, dass wir 8 Coaches haben. Also nicht nur aus dem CrossFit, ich würde jetzt sagen, vielleicht ist es sogar weniger CrossFitter als allgemeinen Sportler. Ja, und dann findet mich unter Jonas Müller Training auf Instagram, auf YouTube, auf was auch immer. Und wir sind auch digital unterwegs, also wir bieten auch alles über unsere eigene Trainingsplattform an. Sehr schön. Damit, denke ich, schließen wir. Wir hoffen, euch hat dieser Beitrag gefallen. Ihr dürft auch gerne in der Kommentar-Section dürft uns Fragen stellen. Und wir werden auch versuchen, das eine oder andere dann vielleicht auch im Zusammenhang mit einem neuen Blog-Eintrag dann zu beantworten. Vielen Dank und nochmals, Jonas, herzlichen Dank. Und ja, wir freuen uns auf vielleicht auch zukünftig weitere Gespräche. Vielen Dank, Claudia.